Ist da hinten eine Höhle? Ganz da hinten beim Bergen? Das weiße komische Ding da, ne? Ja. Da weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht ist es ja eine Höhle. Hey, magst du vielleicht irgendwann irgendwie was schreiben? Moin. Ich denke, oh, kommt ihr alle her? Ach so, du Dings wieder noch hier, ne? Also hier. Julien. Oh je. Ja, ich schreibe auch mal was. Guten Nacht und so. Guten Tag. Es regnet. Scheiße, ja, Mann. Oh, das kann gut werden für uns. Scheiße, ja, Mann. Scheiße, sind die scharfen Dinger. Was hast du hier drin? Ich nix Deutsch. Kriegt mich in Angst. Ey. Oh, so viele drei mit einmal. Der wird in dem Wald gewesen sein. Der ist hier im Haus, Markus. Ich riech das förmlich. Ja? Das riecht die ganze Zeit Spanisch, du. Das kommt mir richtig Spanisch. Das kommt mir richtig Spanisch vor. Ah yeah. Ja. What's problem? Schreib mal hin, what's problem? Sag nicht, du. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht sprechen. Dann spreche es doch aus, Junge. Jetzt kommen vier Leute, kommen jetzt auf das Haus zu, ey. Der eine tötet ihn, belebt ihn, der andere tötet ihn und belebt ihn. Ich habe einen Schuss gehört vom Weiten. Labern? Hörst du dann auf, oder? Du renn mal nicht gleich rein da vorne, wer immer das ist. Och, Mann. Wieder zurück in den Rücken erschossen. Alter, hab einen Schuss gehört? Ja, eben. Ich habe von ganz weit habe ich einen Schuss gehört. Also wird in der Stadt unten sein. Ja, und das sind wir. Markus, wer geht, traut sich rein? Ich. Beide! Aber einer muss Deckung geben. Einer muss euch Deckung geben, Frau und Julian, ne? Ja, ich. Wir beide halten draußen Wache, Markus. Oh, eben. Schuhe. Das wird deine letzte Soda sein. Der wird oben im Zimmer sein, wie bei mir letztens, wo ich rein bin. Garage. Gesichert. Sammy, ich würde mich aber. Achso, wenn ihr Essen findet, denkt an mich. Ich habe nur noch 18%. Ne, 16%. Julian, gib mir Markus auf das Essen. Warte, ich trau mich irgendwie nicht nach oben. Warte, ich komm raus. Oben gibt's ein scheiß Zimmer, wo ich dran verreckt bin damals. Ich trau mich meist nicht so zu fragen, ob ich Essen haben darf. Ja, hier tun sie ich. Danke, noch was da? Warte. Nein. Sei nicht so gierig, ist. Nichts mehr! Nein. Grüß dich, ich habe auch nur 50%. Okay. Nach oben, oder? Ja, aber vorsichtig hier beide. Ja. Ja, wie siehst du irgendjemand über die Wiese rennen oder sowas? Ich guck schon. Du hörst Autos, Markus, oder? Wenn du es hörst. Ich höre alles. Ich habe so einen Bass drin, ich höre alles. Nix. Ich höre selbst, wenn du einen fahren lässt. Na, das war eher deiner. Was? Also, das verbiete ich mir jetzt aber hier. Ich denke, dass er unten in der Base ist, noch in der Militärbase, Markus. Tipp ich. Aber du hast eben gesagt, er ist hier oben. Ja, meine Gedanken. Du hast gesagt, ja, 100% sehe ich ja hier. Na, 100 ist nie gefallen, 100, 200. Es riecht noch, es riecht so spanisch, hast du gesagt. Ja, dabei riecht es doch deutsch-türkische drinnen. In der Garage ist er jetzt, da wo ich bin. Alles ruhig jetzt hier? Du bist schon hintergelaufen, ne? Hm, ich bin im Haus so drinnen. Du bist im Haus drinnen? Die haben mir gesagt, das ist alles ruhig. Was willst du denn auch noch im Haus? Also ich gehe jetzt mal hinter im Haus, ne? Ah, hier hinten sitzt er. Ja, eben, das ist das Problem. Ich guck mal. Deine Frau nicht da? Ja, deine Frau nicht. Ach, da ist er noch, ja. Wenn irgendwo hier rum sein hat, dann hat er einfach geschrieben, dass wir abgelenkt sind. Brauch ich mal eine Fünferhose? Ruhig? Ja. Kann jemand bei mir auf der Scheine aufpassen? Ja, kann. Ja, können wir machen. Ja. Nur wenn du Essen gibst. Ja, wenn ich welches hätte.
Achso, cooler Witz. Hat er eigentlich auf das geschrieben? What's Problem? Hat er was drauf geschrieben? Nö. Nee. Da rennt einer da drüben. Oh. Er ist Julian. Mein Gott, ey. Also ich frag nie wieder, das ist automatisch immer Julian jetzt. Ja, und da hat es was anderes. Eine Kettensäge. Echt? Haben die sowas? Was sind Mütze? Markus, ich habe eine neue Chefmütze für dich, wenn du willst. Eine Pudelmütze. Ah, lass mal jetzt. Eine Feuerstelle? Ich hätte Zigarette gebraucht. Hier wird nicht geraucht. Ich peitsche dich gleich aus. Hier liegt eine Peitsche rum. Hier versteckt man es auf jeden Fall nicht. Wir stehen echt ziemlich offen. Ja. Oh, hier sind ich Tümpel. Bin versteckt. Oh, hier ist ein Tümpel. Hier können wir unsere Wasserflaschen auffüllen. Ach so, hier hinten meinst du, ja. Stinkt zwar nach Gudi oder irgendwas. Ah, oh, probier du es zuerst, Sammy, ja. Ja, ich hab schon. Mach ich einen Durchfall. Ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl, du. Das ist mir alles so offen hier. Ja, dann lass uns weiterziehen. Ihr alle fertig seid. Ja, du weißt du. Hätt vor mir essen tun hier. Ich fühle mich hier echt nicht wohl. So. Nix so, es dauert noch. Doch so. 30 Mal rein und raus gemacht, jetzt geht's nicht mehr. Ich komm zuerst rein, mit WLAN. Ein Moment. Jetzt komm ich. Ja, ich bin ja auch Big Boss. Was seid ihr alle? Hi. Das ist Tanja, ich sehe sie schon mal. Sie bewegt sich schon? Tanja ist alleine? Da vorne sind sie. Aber Julia ist nicht da. Doch, der sitzt hier. Wieso sind wir denn plötzlich hier? Mach kurz was. Meine Einstellung gerade. Okay. Ja, nimm mal die Waffe runter. Ach, fällt immer Ziel auf uns. Ah ja, Waffe muss immer griffbereit sein. Naja, vielleicht nicht ganz. Oh, Essen ist bei mir wenig. 32. 32? Okay, du musst runter, dann kriegst du was von mir. Komm. Wer hat noch mehr Futtermangel? Ich hab selber was. Ah, selber was, okay. Ja, komm, ich hab noch was Kleines für dich, komm. Hier runter. Bin so, gleich soweit. Markus, wie sieht's bei dir aus, Julian? Ja, bei mir ist alles fast voll. Markus? Ich hab 46 noch. Okay. Also Tanja? Essen Tanja hier? 80% Tanja? Und Trinken habe ich 92. Hat Julian noch was zu essen für den Markus? Nein, ich habe gar nichts mehr zum Essen. Dabei. Markus hier. Achtung, Markus. Bin ich, ja, jetzt bin ich bei dir. Wie viel hast du? 46. Wie ich? Okay, Achtung. Ich habe dir das Bier gegeben vorhin. Ja, richtig. So, los. Zeiten hier, du, das ist Wahnsinn. So, jetzt müssen wir uns aber Gas geben, weil jetzt geht mein Leben runter. Okay, dann. Am besten trag mich ein bisschen, brauche ich weniger Energie. Der Blödsinn, der ist so ein Energy-Trink. Weil es keine richtigen Kalorien hat. Der doch, Blödsinn. Doch, es geht schon ein bisschen hoch. Doch, es geht schon ein bisschen, wenn du Zucker. Den hab ich. Ja, dann gib mir her. Das geht 1-2% geht's höher. Warte. Ja. Gleich getrunken. Nee, bleib, ist nix, gut. Ist zuckerarm gewesen. Diät. Da ist ja nur Koffein drin. Weiß gar nicht, was haben die so Dinger? Muss man meine Kollegen fragen, die saufen das den ganzen Tag. Fürchterlich. Bei was denn? Ah, diese Energy Drinks. Was soll, immer noch nur ganz selten. Ja, das ist totaler Blödsinn. Aber trinke ich lieber morgens einen Kaffee und gehe schlafen. Trinke ich nur ganz selten. Also, Sonntag zum Beispiel nicht.
Aufputschmittel. Also diese Energy Drinks. Ja, manche so. Trinke ich nur ganz selten, sagt Juli. Ja, ja. Also sonntags meistens nicht. Sonntags besser auch nicht. Ja, also ganz selten heißt nur, wenn sie im Angebot sind. Ja, und sorry, aber kommst du in der Red Bull-Dose? Ja, Red Bull trinke ich gar nicht. Ja, aber es gibt die ist günstiger, für 39 Cent gibt's die. Aber warum trinkt man sowas? Es bringt kein bisschen. Auch dass man Bullensperma trinkt. Das weiß ich. Ich habe das auch schon mal getestet. Als Fitnesstrainer muss man so ja alles mal testen. Also ich muss dann immer rennen. Ja, das ist das Einzige, was du musst. Ja, also bleibst du wach. Das ist der Effekt. Ach so. Verstehst auch gar nichts. Wir gehen rechts runter. Oh, das Schild. Guck mal, das Schild an, links. Das ist das, genau, das sind die Farben, ne? Das sind die Farben. Ich glaube ja, Alter. Das sind die Farbtöpfe, wo die machen können. Geile Titel. Fitte Graffiti, du. Komm, wir gehen mit zum Tanke. Ich brauche jetzt. Terror. Aber sieht voll geil aus, ne? Sieht gut aus, ja. So, ein Foto gemacht. Also ab nach Printcase. Alle ein bisschen Ausschau. Da ist schon wieder eine Base da drin. Guck mal hier. Ich habe noch nie einen in der Base gesehen, ne? Die bauen sie und sind weg dann, ne? Die Leute. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen, der da drin da irgendwas bewachen tut über H1. Dann. Da bist du ja mal abgeschossen worden, da. Der Hanne. Oh, Hanne, ne? Oh, Hanne. Alter, was ist das da hinten, Markus? Wo bist du hier? Guck mal da durch, in dem, wo ich hin durchguck. Was, dieses Loch da, oder? Im Berg. Gerade durch, da ist was Buntes, ein buntes Rad dran. Da ist was ganz Großes hinter den Bäumen, Markus. Soll ich da hinlaufen, soll ich hingucken? Ach, was Buntes, ne? Ja, aber hinten dran ist was ganz Großes. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Also da hinten ist eine Base, glaube ich. Ja, am Berg, das bunte, runde. Hinten, hinter die Tannen ist das ein bisschen versteckt. Du musst ranzoomen mit dem Auge. Ja, das weiß ich auch. Ach nee. Weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Könnte auch normal so sein. Ja, ich hab nicht mehr lang. Ich lebe langsam ab. Ich muss vor. Du bist auch ganz viele Häuser, ne? Echt? Egal. Ja eben, das ist glaube ich nur eine Fläche, die macht sie, das sieht aus wie ein Dach, großes Dach. Das ist eine Fläche. Die baut sie wissen auf, wenn wir kurz davor sind. Nee, das darf man nicht mehr drauf rein. Mit riesen Schloss da hinten. Mit Essen alles so. Nee, das ist nix. Das kommt. Grafikfehler. Wir sind hier leider nicht bei DC, wo alles perfekt ist. Ja, wieder. Hier gibt's keine Bugs in dem Spiel. Hier gibt's keine. Weg unter der Erde. Kennst du noch unter der Erde rumlaufen? Bis zum Wasser? Das war kein Bug, Sammy. Das war kein Bug. Das war unterirdische Tunnel. Das war der Bunker. Der Militärbunker. Richtig. Das war eine Mausefalle. Muss ich eingefallen sehen. Das war ein Frettchenloch. Bugs Bunny sein Loch ist durchgefallen. Richtig. Sieht mir so ruhig aus. Ja, außerhalb so. Kein Mensch will dahin, so ein Loten. Aber echt, ich glaube, in echt ist es auch so. Da draußen hast du fast immer Ruhe. In echt, die sind alle in der Stadt, die wollen alle ihre warme Hütte, die wollen ihr Essen klauen, stehlen. Ich glaube nicht, dass draußen viele rumrennen. Ja. Ich glaube, so endzeitmäßig solltest du immer außerhalb sein. Alle sind wegen YouTube da drüben. Dritte Weltkrieg, Track, alle draußen. Keiner in der Stadt. Nur die Stadt schon mal vor uns. Hä? Die Stadt. Naja, das haben sie jetzt auch wieder gehört. Jetzt wissen sie selber nicht mehr, was sie machen sollen. Jetzt teilen sie auf. 8 Milliarden, jetzt sind 4 Milliarden in der Stadt. Oh. Da schreibt einer. Oh. Was heißt der? Melzing? Du weißt ja? Ah, denk dran, der könnte da vorne beim Dings sein, bei der Tankstelle, ne? Warum schreibt er uns jetzt schon an? Oder hier schon? Der könnte bei der Tankstelle könnte dafür sein. Ja, warum schreibt er uns jetzt schon an? Der hört uns noch gar nicht. Der hat uns noch nicht angeschrieben. Wo ist die Base?
Das ist eine Base. Das ist eine Base. Wo ist eine Base, Digga? Wo guck dir hin? Bin ich überhaupt noch mit den gleichen Leuten zusammen? Ach so, ja, du bist. Ja, das andere. Das ist der Punkt hier. Ja, das zieht immer gerne auf die Köpfe. Ja, wenn, dann müssen sie sofort sterben. Nur, dass ich das bin, danke. Vielen Dank. Ja. Mal gucken, ob ich ein größeres Loch bei dir mache. Ja, ich muss ja Zielübung machen. Ja, bei mir. Mhm. Hast du Tanja immer weiterkommen, ne? Ja. Ich geh mal zur Mauer, Markus. Anderen beiden, ja, ich bin gar nicht da. Warum seid ihr nicht? Ich muss Essen finden, ich kann nicht. Du hast gesagt, guck mal darüber, eine Base. Jetzt guck ich doch rüber, du bist schon. Tanja, hallo, ich hab nicht so eine dunkle Stimme, ich hab eine ganz hohe. Du hast mir auch gesagt, guck mal da drüben eine Base. Ich hab gesagt, wo ist hier eine Base? Sag mal, verstehst du das nicht? Ich hab nicht so eine dunkle Stimme. Ich bin nicht ganz hoch. Doch, hast du. Ich bin die Frauenstimme bei uns. Ich bin die Frauenstimme bei uns. Die Männerstimme. Die raucht sehr extra viel. Und ist er jetzt hier oder nicht? Weiß ich nicht. Guck mal durchs Fenster. So reinguckst du. So die. Ah, eine Leiter. Und hier oben ist natürlich nichts. Überall hier angesprüht mit Farbe, ne? Hier auch eine Tankstelle. Mal nichts Besseres zu tun. Super. Bin auf dem Dach. Achso, ich war gar nicht drin. Deshalb interessiert das Essen nicht. Ach ja, keine Hunger. Also hier war jemand. Ja? Ja, weil ich habe nur den Revolver gefunden im Auto, 357er. Rausgeschmissen. Aber keine Munition hier. Kein Essen drin? Hast du? Kein Essen. Wo bist du hier? Hier. Das Große zuerst, was nahrhaft ist. Du kennst dich ja aus, bis in den Sportler feiern. Was ist das? Was ist denn? So wenig. Oh. Oh, gleich gegessen. 62. Mann, so eine riesen Ravioli-Dose, nur 10 Kalorien, ey. Was ist das hier? Diätfutter oder? Ohne Pfirsich. Ach so, Pfirsich, ja, okay, das verstehe ich. Nur reines Zucker. Mann, hör doch mal auf zu zielen hier. Ich schieße gleich deinen. Ich schieße dir gleich deinen Helm. Ich schieße dir gleich einen Scheitel im Helm, du. Ich warte nur, bis einer vorgeht. Mann, immer diese Waffe am Schlag, ey. Ich krieg Angst, ey. Ich hab auf den Boden gezielt, aber okay. Brennt. Willst du was sagen? Brennt das da? Kann man denn nicht hier Dauerchat anmachen, dass man hier redet und die alle uns hören? Das geht nicht, ne? Du willst das machen? Wieso willst du das denn machen? Will ich nicht, ich sag's nur. Will ich nicht. Also man merkt, dass das Sammy irgendwie wieder Action haben will. Da vorne rennt einer! Das sind wir. Nein, da vorne ist gerade einer ins Haus gerannt. Was ist das? Doch, hinter dem Feuer, das höhere, kleine Häuschen. Er ist oben auf dem Dach. Okay, ich seh ihn. Er runtergefallen. Ist runtergefallen? Ja. Echt jetzt? Aber Sammy, beachte drauf, schau genau hin. Schau genau hin, dass sie runtergefallen, er runtergesprungen. Ach, runtergesprungen. Ja, vielleicht hat er uns gesehen und wollte selbst mal machen. Ich guck links und rechts, ich bin über euch, also hinter euch noch. Ja, ich verwechsel halt immer, wer ist hier, Markus. Du hast den lange, ne? Du hast den langen. Ja, ich bin hinter euch. Julian ist neben dir. Julian ist der mit vor dir rennt. Okay. Auch hinter euch. Dann lass ich ihn vorgehen. Ich glaube, es kommt ein Sturm. Tanja, ich bin hinter dir noch, also weiter hinter euch noch. Ich glaube, ich kommt ein Sturm auf, du. Ich höre irgendwie was. Okay, der rennt ganz hinten. Achtung, da kommt einer, der ist voll bewaffnet. Oh. Von ganz, von der City aus, genau zu euch runter. Kommst du wieder zurück, lieber?
Ich komm zurück. Das sind zu zweit, sind das. Markus, hier oben, wie noch an der Straße. Der sieht dich natürlich dann nicht, oder was? Boah, das. Das weiß ich, aber er hat euch wahrscheinlich auch nicht gesehen. Mensch, hör dir einen Schuss, Mann. So ein Sturm hier. Wo siehst du den? Er ist zu den Häusern, wo ihr gerade hingelaufen seid. In diese ganzen Kolonne ist er hingelaufen. So laut, jetzt höre ich nichts mehr. Hier nehme ich die Waffe, die ich in die Hand hole, und jetzt schießen wir weggehen. Hinter uns, Tornado, Max, hinter uns! Hinter uns! Ach du Scheiße. Hinter uns! Ja, ist egal, ich achte hier vorne, Mann. Und da oben ist was Papier. Guck mal, da oben Papier und so. Tanja, guck mal selber. Da haben wir, oder? Kann ich die Waffe zum Team nehmen? Ja, ich geh mal hin. Tab-Taste. Okay, Max, wo soll ich hingucken? Ich hoffe, der kommt nicht auf uns zu. Wenn du jetzt auf geradeaus, wo du zum Feuer guckst, genau die ganzen Häuserkolonnen. Da war der eine gewesen. Und die anderen? Der ist wahrscheinlich gestorben und die anderen sind hingegangen, um ihn zu looten. Richtig, und der andere ist von drüben, von der Tankstelle, die du rechts siehst. Ist der nicht runtergefallen, dann haben sie den runtergeschossen, Markus. Nein, der ist runtergesprungen eben. Und der andere ist nämlich von rechts von der Tankstelle aus rübergerannt. Wir stehen jetzt total offen. Ach, die kamen von rechts drüben. Ja, genau, von der Tankstelle aus drüben. Nein, gleich liegen. Heben ab. Gleich heben ab. Ja, er kommt. Ja. Echt jetzt? Ja, er kommt. Digga! Alter, was ist denn das? Naja, er kommt nicht her. Naja, er hat Angst. So, Max, wo sind die beiden? Die haben sich doch. Die haben sie doch verstanden, oder nicht? Ich geh mal da rüber. Also theoretisch kann es natürlich sein, dass wenn er im Haus drin ist, dass der uns sieht, ne? Der niemanden am Fenster. Da gibt's doch keine Fenster in dem großen Ding. Ist er rechts rüber, ne? Komm ich auch rüber. Seid ihr alle jetzt über die Straße drüben, oder? Nein, dann bleibt die Straße drüben. Wir müssen nicht alle aufeinander hocken. Markus dann? Der ist bei mir. Ich bin drüben. Wo ist der? Auch bei dir irgendwo. Nein. Nee, der ist bei euch. Ich bin ganz alleine hier. Ach so, ne? Okay, Tanja, komm rüber. Komm rüber, Tanja. Da rennt einer. Da ist einer. Bei Tanja. Wo denn? Was? Auf der Straße, Mann. Hier schießt er.